Unruhen, Auseinandersetzungen, Kriege. Begriffe, die momentan täglich in den Nachrichten zu finden sind. Nichtregierungsorganisationen wie die Kindernothilfe und die Politik beraten gemeinsam über Handlungsmöglichkeiten. Es ist ein wichtiger Bestandteil. Also wir sind darauf angewiesen, dass die Anliegen, die wir haben, an den richtigen Stellen Gehör finden und dann auch umgesetzt werden. Insofern bin ich sehr dankbar für den heutigen Termin, dass wir Herrn Schwabe da mehrere Punkte mitgeben können, die er hoffentlich an anderer Stelle platzieren kann. Frank Schwabe ist menschenrechtspolitischer Sprecher im Bundestag. Gemeinsam mit der Vorstandsvorsitzenden der Kindernothilfe Karin Weidemann wird über die Anliegen der Organisation gesprochen. Politik kann ja eigentlich nur den Rahmen geben und Politik reagiert natürlich am Ende auf das, was aus der Gesellschaft kommt. Und deswegen sind eigentlich, jetzt nicht so sehr, ich will nicht zu sehr Fishing for Compliments machen, aber im Prinzip sind diese Organisationen die Basis. Politik kann immer dann nur reagieren, wenn auch bestimmte Organisationen da sind, die sich engagieren, die am Ende auch die Projekte durchführen. Erst dann kann Politik handeln und sehen, dass wir im Haushalt auch entsprechende Mittel freimachen, dass wir konzeptionell die Arbeit entsprechend unterstützen. Der Fokus liegt heute auf dem Kinderschutz. Für die Rechte und die Versorgung von Kindern und Jugendlichen müsse besonders gesorgt werden. Kinder und Jugendliche sind natürlich immer ein besonders schwaches Glied in der Gesellschaft und brauchen eben auch eine andere Art der Zuwendung. Nicht alles das, was man international an Hilfestellungen leistet, passt eben auch für Kinder und Jugendliche. Und deswegen ist ja gerade die Arbeit hier besonders wichtig, die eben den Fokus genau darauf legt und auch Politik dafür sensibilisiert, dass Kinder und Jugendliche nochmal eine andere Ansprache brauchen, einen Umgang brauchen, als man das so gemeinhin in der humanitären Hilfe macht. Wir wissen aus Erfahrung, dass in Katastrophenfällen gerade Kinder und Jugendliche sehr leicht Opfer von Gewalt und Missbrauch werden. Und dort Schutzräume zur Verfügung zu stellen, das ist noch nicht verankert in der humanitären Hilfe. Und es müsste ein integraler Bestandteil von humanitärer Hilfe werden. Ein großes Problem für Kinder sei die Verarbeitung von den Erlebnissen, die sie im Krieg, auf der Flucht oder bei Naturkatastrophen gemacht haben. Traumata-Bewältigung müsse daher auf Kinder in Krisensituationen zugeschnitten werden, die dementsprechende Versorgung in Flüchtlingslagern und Kriegsgebieten verstärkt werden. Syrien ist weiterhin der Schwerpunkt, auch was das finanzielle Engagement in Deutschland betrifft. Aber es gibt ein paar Krisen, die im Moment so ein bisschen aus der Öffentlichkeit geraten. Gerade ganz viel, was in Afrika passiert. Nigeria war in aller Munde vor ein paar Wochen. Mittlerweile redet da schon kaum jemand drüber. Wir haben große Krisen im Südsudan, in der Zentralafrikanischen Republik. Und ich fürchte, dass die in nächster Zeit uns nochmal wieder stärker beschäftigen werden. Und wir müssen jetzt aber sehen, dass, obwohl wir über andere Fragen reden, Gaza, Nordirak, Syrien, wir trotzdem schon da die Vorarbeiten leisten, damit auch da geholfen werden kann. Ein zentraler Punkt dabei sei die Katastrophenvorsorge. Also dass einfach Strukturen vorhanden sind im Land, die dann im Katastrophenfall auch tatsächlich sofort greifen können. Dass die staatlichen Wege so gut organisiert werden, dass die Einrichtungen so funktionieren, dass wir als externe Hilfsorganisationen im Zweifel oder im Katastrophenfall dann sehr schnell zusammenarbeiten können. Die Zusammenarbeit zwischen humanitären Organisationen und Politik scheint dafür unerlässlich. Auch wenn selbst Politiker im Angesicht der vielen Katastrophenherde momentan manchmal verzweifeln. Ja, es ist schon schwierig, weil man eigentlich ja versucht, die Dinge grundsätzlich besser zu machen. Im Moment läuft man wirklich hinterher und das überschlägt sich in der Tat. Und da kommen dann andere Dinge noch dazu, wie der Klimawandel, der weitere Katastrophen auslöst, wo man eigentlich schon weiß, das wird in Zukunft noch schwieriger werden. Aber es hilft ja nichts. Am Ende muss Politik versuchen, darauf eine Antwort zu finden und das versuchen wir. Konkrete Antworten konnten in dem kurzen Gespräch nicht gefunden werden. Für beide Seiten gab es aber einiges an Input und Impulsen, um die Zusammenarbeit zu vereinfachen und um die Handlungsweise vor Ort zu verbessern.